Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Rezensionsvideo. Heute geht es um das Buch Getrieben durch ewige Nacht von Veronika Rossi. Es ist im Oettinger Taschenbuchverlag erschienen, hat ca. 368 Seiten und kostet neu 9,99 €. Aria und Perry sind endlich wieder vereint und kehren zurück zu Perrys Stamm. Doch seine Leute trauen Aria nicht. Um den Anfeindungen zu entfliehen, macht sie sich auf die Suche nach der blauen Stille, dem geheimnisvollen Ort, an dem alle Ätherstürme ruhen. Und die Zeit drängt, denn nicht nur Perrys Stamm, auch Arias Heimat ist nicht mehr sicher. Während ihrer Abwesenheit taucht plötzlich Kira auf, die Anführerin eines befreundeten Stammes. Wird Perry ihre Annäherungsversuchen widerstehen können? Die Geschichte von Perry und Aria wird abwechselnd aus der jeweiligen Sicht erzählt. Die Kapitel haben eine angemessene Länge und die Protagonisten sind eigentlich recht sympathisch, also man kann sich mit ihnen identifizieren. Ja, auch der erste Band dieser Trilogie hat mir der zweite Band ebenfalls sehr gut gefallen. Es hat an Spannung nicht gefehlt. Auch die Liebe von beiden stand im Mittelpunkt. Und man hat auch neue Leute kennengelernt, die man aus dem ersten Buch noch nicht kennengelernt hat. Merkt Veränderung an anderen Personen. Und manche Feinde werden auch zu Freunden. Ich freue mich auf jeden Fall auf Band 3 dieser Trilogie. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich die lesen werde, ob es nächsten Monat ist oder den Monat darauf. Auf jeden Fall freue ich mich, wie es ausgeht mit Perry und Aria und ihren Freunden natürlich. Oder Perrys kleinen Neffen Talon, den man ebenfalls schon aus dem ersten Band kennt. Die Geschichte ist auf jeden Fall richtig schön aufgebaut und also bisher kann ich die Trilogie eigentlich bloß weiterempfehlen. Und ich denke mal auch nicht, dass es sich jetzt nach dem dritten Band ändert. Und ja, vielleicht wäre das ja für euch was.